und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zu diesem Video heute wurde ich inspiriert von Madame Tamtam, denn sie hat schon ein 10 Produkte, die ich mir nie wieder nachkaufen Video hochgeladen. Und irgendwie hat mich dieses Video total inspiriert, weil ich eben auch ein paar Sachen habe, die ich jetzt definitiv nicht nachkaufen würde. Und ich dachte mir, die stelle ich euch vor und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und als erstes fangen wir an mit einem Pflegeprodukt. Und zwar ist das von Rival de Loup das pflegende Gesichtswasser. Aber ich muss dazu sagen, nur das mit der neuen Formulierung. Die haben leider vor ein paar Monaten die Formulierung umgestellt. Und ich habe das davor ohne Micellentechnologie geliebt. Das war mein allerliebstes Gesichtswasser. Das war so mild zur Haut. Das hat wirklich nach meiner normalen Reinigung einfach nochmal so schön erfrischt und den letzten Dreck von der Haut genommen. Und das hier ist einfach nur schlecht. Ich mag es überhaupt nicht. Das hinterlässt so ein schaumiges Gefühl auf der Haut. Und ich habe wirklich danach das Bedürfnis, das Gesicht nochmal zu waschen. Obwohl ich eigentlich meistens meine Pflege mit einem Gesichtswasser beende. Und deswegen muss ich leider sagen, ich werde es mir nie wieder nachkaufen. Und aus der gleichen Sparte kommt auch dieses Produkt. Wobei ich sagen muss, das würde ich schon eher als Flop bezeichnen. Und zwar ist das Nivea Sensitiv 3-in-1 Reinigungsfluid, auch mit Micellentechnologie. Ich habe mich auch irgendwie vor ein paar Monaten von dieser Micellentechnologie anstecken lassen. Alles, wo Micellentechnologie drauf stand, musste ich kaufen. Und unter anderem auch das hier. Und das ist definitiv noch schlechter wie das, was ich euch davor gezeigt habe, weil das schäumt nicht nur auf der Haut, sondern brennt so sehr in den Augen, dass man sich damit einfach nicht abschminken kann. Also ich habe es probiert. Wie ihr seht, habe ich es auch eigentlich schon ganz gut aufgebraucht, aber jetzt wird das hier einfach nur im Müll landen. Ich kann wirklich nicht verstehen, wie man da auch noch für sensible Haut draufschreiben kann, weil das ist einfach nur schlecht. Und definitiv wird das nicht nachgekauft. Ich habe mir gedacht, dass ich euch zu allen Flop-Produkten auch noch eine Alternative vorstelle. Allerdings habe ich momentan noch kein gutes, neues, mildes Gesichtswasser gefunden. Wenn ihr irgendwelche Empfehlungen für mich habt, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Dann kommen wir zur Lippenpflege. Und zwar habe ich mir da ein Produkt gekauft von NYX, das Rêve de Miel. Das war ja auch eine Zeit lang der Lip-Balm überhaupt. Und wie ihr seht, habe ich dieses Produkt bestimmt jetzt schon fast ein Jahr. Und wie ihr seht, ist das Tiegelchen noch voll, beziehungsweise fast voll. Ich mag dieses Produkt überhaupt nicht. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Das ist einfach für mich nur so eine dicke Paste. Die trage ich mir auf die Lippen auf, aber die tut nichts. Sie zieht weder ein, noch pflegt sie halt irgendwie, sondern sitzt einfach nur auf der Lippe drauf und schmiert da vor sich hin und macht einfach nichts. Also das ist wirklich ein Lipbalm, der nicht gerade günstig ist. Also der kostet über 10 Euro. Und wird auch in der Mülltonne landen, denn ich habe gesehen, dass man den nach 12 Monaten, also wenn man den geöffnet hat, nach 12 Monaten verwerfen sollte. Und ich muss auch sagen, der riecht nicht mehr so gut. Als perfekte Alternative kann ich euch empfehlen von Biotherm den Smoothing Lip Balm. Den hatte ich in meinem Adventskalender, den ich von Müller hatte, mit drinnen. Da waren ganz, ganz viele Biotherm-Produkte, die mich auch sehr überzeugt haben. Und unter anderem auch diesen Lip Balm. Der ist so reichhaltig, der pflegt und den liebe ich. Und nachdem ich dieses Tübchen aufgebraucht habe, werde ich mir definitiv einen neuen kaufen. Als nächstes kommen wir zur Augenpflege. Und da habe ich auch ein super bekanntes Produkt, was ich euch leider in die Kamera halten muss, und das ist von Clinique die All About Eyes Rich Cream. Das ist eine Augenpflege, die eben sehr reichhaltig sein soll, was sie auch ist. Also ich muss sagen, das ist kein Flop-Produkt für mich, aber ich muss sagen, diese Creme kostet fast 30 Euro oder über 30 Euro und ganz ehrlich, man braucht sie nicht. Ich habe davor eine von Rival de Loup gehabt aus dieser Feuchtigkeitsreihe, die ist in so einer Tube drinnen und die hat für mich genau das gleiche getan. Also die hat auch super schön gepflegt. Die Augenpartie war nicht trocken. Der Concealer hat sich gut auftragen lassen. Und deswegen werde ich das natürlich noch aufbrauchen, weil dafür war es viel zu teuer. Aber nachdem ich die aufgebraucht habe, werde ich mir definitiv wieder die von Rêve de Loup zulegen. Und dann kommen wir noch zur Hautpflege. Und zwar hatte ich mir vor, ich glaube schon fast über einem halben Jahr, diese Körperbutter von The Body Shop geholt. Und zwar Honey Mania. Also die ist vom Geruch, also wirklich genau mein Beuteschema. Ich liebe solche Düfte, aber ich mag irgendwie die Formulierung von der Creme nicht. Also das ist so eine
dicke Paste, schon wie dieser Lip Balm. Das lässt sich alles überhaupt nicht gut auf der Haut auftragen. Und ich muss sagen, nachdem ich dann nach Stunden dieses Produkt eingearbeitet habe in meine Haut, ist sie genauso trocken wie vorher. Also muss ich sagen, kann ich auch nicht empfehlen. Was ich momentan liebe zum Eincremen, ist entweder meine Urea Body Lotion. Die hatte ich euch in meinem DM-Haul gezeigt. Falls ihr noch nicht reingeschaut habt, schaut unbedingt rein. Oder von Balea dieser, wie heißt es, Soft Öl Balsam, Soft Öl Body Lotion, irgendwie sowas. Das ist so reichhaltig und pflegt so gut. Und das hier ist einfach nur schlecht. Dann kommen wir auch schon zur dekorativen Kosmetik und zwar kommen wir da zu einem Puder. Also ich liebe ja wirklich nix Produkte, aber das hier ist nix. Also das ist einfach Schrott. Das ist das NYX HD Puder und zwar ist das, ja, soll es ein transparentes Puder sein. Es ist ein loses Puder, um den Concealer zu fixieren und wie ihr seht, ups, also wie ihr seht, ist das ganz lose und weiß und ich weiß nicht, ob man das durch die Kamera sehen kann, aber das ist schon Punkt 1, warum ich dieses Produkt nicht mag. Es staubt. Also es stiebt überall in der Luft rum. Also wirklich schrecklich. Und was bei mir das Problem war, ich habe ein Foto von mir gesehen und dachte mir, oh Mary, du siehst ja richtig gut auf den Fotos. Und dann schaue ich genau und dann sah ich aus, wie ob ich Backpulver unter den Augen hatte. Es war komplett weiß. Und das ist ja genau das, was solche Puder nicht machen dürfen eigentlich. Und ich dachte mir, ja, es ist so ein High-Definition-Puder. Das ist ja genau dafür gemacht, dass man vor der Kamera eben total eine totale Porzellanhaut hat und ebenmäßig ausschaut. Aber es ist genau das Gegenteil bei mir eingetreten. Und deswegen Flop. Mein absolutes Top-Produkt in dieser Sparte hingegen ist das Manhattan Soft Loose Matte Powder. Das habe ich mir auch schon ganz oft nachgekauft und mag es unglaublich gern. Ich habe da die Farbe 2, also es gibt nicht wirklich viel Farbe ab, aber es hinterlässt eben keinen so weißen Schleier auf meiner Haut. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich eben so ein dunkler Hauttyp bin, aber für mich absolut ungeeignet. Aber das hier kann ich euch wirklich empfehlen. Und dann komme ich zu einem super gehypten Produkt, aber ich muss sagen, ich würde es mir nie wieder nachkaufen. Nein. Das ist die Urban Decay Naked 2 Palette. Ich glaube, es gibt nur wenige Leute auf dieser Welt, die diese Palette nicht kennen. Auch ich habe sie mir damals gekauft, als ich so ein bisschen mit meiner, ja, Beauty-Leidenschaft angefangen habe. Ich will euch nicht blenden, ich hoffe, so geht's. Die Palette hat wundervolle Farben, wie ihr seht. Tolle Nude-Töne, auch so ein bisschen ins Gräuliche gehende. Ich mag es wirklich gern, aber ganz ehrlich, ich finde, 50 Euro ist diese Palette nicht wert, weil ich finde, da sind Töne drin, die sehr schlecht pigmentiert sind. Und meine allerliebsten Paletten zurzeit sind die Zoeva Paletten. Und ganz oben, glaube ich, momentan, ja, steht bei mir meine Nude Spectrum Palette. Entschuldigung, dass man so die Fingerabdrücke sieht. Das ist so der einzige Nachteil an der Verpackung, aber es kommt ja aufs Innenleben drauf an. Und das liebe ich. Schaut euch diese Farben an. Also die Pigmentierung ist ein Traum. Und ich habe die Palette 2 oder 3 Monate, wie ihr seht hier unten, absolutes Hit-the-Pan. Ich benutze die fast jeden Tag. Die hat tolle Töne. Die haben ja in dieser neuen Reihe auch noch Paletten mit anderen Farben, mit kühleren Tönen oder wärmeren Tönen. Und die Zoeva Paletten sind wirklich ein Traum. Die Cocoa Blend Palette von Zoeva liebe ich auch über alles und kann ich euch definitiv empfehlen. Dann kommen wir zum Concealer. Und zwar habe ich mir letztes Jahr in meinem New York Urlaub den NARS Radiant Creamy Concealer gekauft und wollte unbedingt mit diesem Hype mitschwimmen. Für mich ist der Concealer einfach viel zu trocken unterm Auge und ich habe irgendwie immer Probleme, den einzuarbeiten. Also ich arbeite meinen Concealer normalerweise immer mit einem feuchten Beauty Blender ein, aber mit dem bin ich irgendwie nicht richtig warm geworden. Ich habe ihn aufgebraucht, weil er einfach super teuer war und ich ihn natürlich aufbrauchen wollte, aber ich würde ihn mir definitiv nicht mehr nachkaufen. Und mein allerliebster Concealer ist definitiv der Urban Decay Naked Skin Concealer. Das ist mein absolutes Top-Produkt. Ich liebe den. Der spendet schön Feuchtigkeit, der deckt die Augenringe gut ab, der hält, der creased nicht zu stark und den kann ich definitiv empfehlen. Und dann kommen wir noch zu einem Lippenprodukt und eigentlich tut mir das total leid, weil schaut euch nur mal diese Verpackung an. Wunderschön. Das ist ein Yves Saint Laurent Lippenstift aus dieser Rouge Volupté Reihe. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. In der Farbe 3 Beige und es ist auch ein wunderschöner Ton.
Aber leider ist der so cremig, dass der mir überall auf der Lippe rumrutscht und ich wirklich jede Sekunde am liebsten in den Spiegel schauen würde, ob ich den Lippenstift nicht schon überall hängen habe. Und deswegen, ich brauche den auf jeden Fall noch auf und ich lasse den auch so in meiner Sammlung stehen, weil er ein Schmuckstück ist. Aber ich würde mir nicht noch mehr Farben aus dieser Reihe holen. Und meine allerliebsten Lippenstifte sind und bleiben einfach die MAC Lippenstifte. Eigentlich nur die mit mattem Finish. Das hier ist jetzt ein Cream Sheen Finish. Das ist Modesty. Nur mal so im Vergleich. Ist komplett aus der gleichen Farbfamilie. Aber auch dadurch, dass der zwar cremig ist, aber der hält viel besser auf der Lippe. Der rutscht nicht überall rum. Und deswegen definitiv MAC besser als diese Yves Saint Laurent Lippenstifte. Und dann kommen wir noch zum Schluss zu einem Fixierungsspray. Und zwar ist das das Spray von P2, Perfect Face Prep and Fix Spray. Absoluter Flop. Ist auch eins der wenigen Produkte, die auch im Müll landen. Denn dieses Produkt riecht einfach nur richtig eklig wie Toilettenreiniger, so nach Grapefruit. Es klebt auf der Haut wie Honig. Aufsprüht, dann habt ihr richtig das Gefühl, dass ihr was auf der Haut liegen habt. Und es macht so ein ganz unangenehmes Gefühl für mich auf der Haut, mag ich überhaupt nicht. Und als guten Ersatz aus der Drogerie bin ich fündig geworden bei Essence. Das habe ich euch jetzt auch schon zweimal, glaube ich, gezeigt im Video. Das ist das Essence Keep It Perfect Make-Up Fixierungsspray. Ist vom Preis her fast gleich und kann ich euch wirklich empfehlen. Das Make-up hält wunderbar damit. Das ist sehr angenehm auf der Haut. Aber mein allerliebstes Make-Up Setting Spray, Fixierungsspray, auch wenn immer alle sagen, MAC Fix Plus ist kein Fixierungsspray. Für mich hält das Make-up damit definitiv besser. Und das ist es. Es ist natürlich viel teurer wie die zwei anderen Produkte, aber das ist definitiv mein liebstes Produkt, wenn es um Fixierungssprays geht. Das benutze ich nach jedem Make-up und mag ich wirklich sehr gerne und kann ich euch wirklich ans Herz legen. Das verbindet die Puderpigmente miteinander. Ihr habt danach ein wunderschönes Hautbild und es ist wirklich mein absolutes Top-Produkt. Und das war's mit meinem Video. Wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall fleißig in die Kommentare, was eure Ich würde nicht mehr Nachkaufprodukte sind. Das würde mich wirklich interessieren. Lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben da und sagt mir auch mal, wie ihr die Lichtverhältnisse findet. Denn ich habe heute das erste Mal mit Softboxen gedreht, denn es ist schon um 9, glaube ich. Und leider draußen stockdunkel, deswegen sagt mir mal, wie ihr das findet. Und ich habe übrigens nicht vergessen, dass ich noch das Palettenvergleichsvideo mit der NYX Palette und mit der Anastasia Beverly Hills Konturpalette noch drehe. Allerdings möchte ich die NYX Palette noch ein bisschen testen und deswegen wird das Video noch kommen. Auch wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, schreibt es mir alles in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!